Er kann mit der vergangenen Saison nicht zufrieden sein, Werder-Trainer Robin Dutt. Seine Mannschaft musste sich nach vielen durchwachsenen Leistungen am Ende mit dem 12. Tabellenplatz begnügen. Außerdem ist kein Grün-Weißer bei der Weltmeisterschaft dabei. Das findet Dutt aber gar nicht so schlecht. Wir wissen immer, wie die Topvereine ihre Probleme haben am Ende oder nach einer WM, nach einer EM. Und unser größtes Image sind aus unserer eigenen Leistung. Nicht, ob irgendeiner irgendwo bei irgendeiner WM in der Gruppenphase mit dabei ist. Wenn irgendwann wieder ein Werder-Spiel dabei ist, freue ich mich sehr. Aber für mich als Werder-Trainer ist es erstmal gut, dass ich dann alle in der Vorbereitung komplett dabei habe. Was hier im Training klappt, brachten die Grün-Weißen zu selten auf das Spielfeld. Die Fans wollen endlich wieder internationale Klasse in Bremen. Doch trotz einiger Neuverpflichtungen hat das bisher noch nicht geklappt. Werder-Manager Thomas Achin kann den Vergleich mit den alten Zeiten aber nicht mehr hören. Also mich interessiert die WM schon und mich interessiert auch die Tradition, mich interessieren auch die Champions-League-Zeiten und die tollen Erfolge von Werder Bremen. Man muss das nur alles in einen vernünftigen Einklang bringen und nicht den ganzen Tag jammern über die alten Zeiten, die man heute nicht mehr hat. Das habe ich damit gemeint. Die Spieler, das System, der Trainer, es ist nicht einfach, die fehlende Konstanz bei Werder zu begründen. Denn neben teilweise besorgniserregenden Leistungen zeigte die Mannschaft auch, was sie fußballerisch leisten kann. Bis diese Leistung bei jedem Spiel abgerufen wird, brauchen die Fans vor allem eins: Geduld. Aber in diesem Jahr schon gesehen, dass die Entwicklung vollzogen werden kann. Wie gesagt, es hat mit den Neuzugängen zu tun, es hat mit der Art der Spielweise zu tun, es hat mit der Annahme des Publikums dieser Spielweise zu tun. Und das ist gerade im Ende der Saison, fand ich, hervorragend drüber gekommen. Und wir werden uns da auch noch steigern. Und irgendwann werden wir auch wieder in die Bereiche kommen, wo es jedem, auch euch, wieder richtig Spaß macht. Den Spaß lassen Sie sich in Bremen auf jeden Fall nicht nehmen. Ob beim Training oder auf der Pressekonferenz. Überall zeigt sich vor allem positive Stimmung. Es ist ja relativ spannend unten im Abstiegskampf. Was glauben Sie, wer ist die glückliche Mannschaft, die am Ende auf Platz 16 auf dem Relegationsplatz steht? Das möchte Thomas mir antworten. Und wenn dieser Spaß auch auf dem Spielfeld ausgedrückt werden kann, steht einer erfolgreichen nächsten Saison nichts im Wege.